Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Last Epoch Let's Play. Jo, es ist bald Ende des Jahres, mir geht's nicht so gut, deshalb mache ich heute schon mal ja, frohes Neues, also schöner Rutsch und dann frohes Neues. Ich hoffe, ich kann noch ein paar Parts machen dieses Jahr. Es ist ja jetzt der 28., also es geht noch 3 Tage das Jahr. Und mit meiner Nervenkrankheit geht es mir leider jetzt momentan nicht so gut. Ich musste auch jetzt einen Tag Pause machen, einen neuen Charakter machen, weil er einfach nicht so für mich war jetzt gerade mit diesen Nerven. Genau. Und dieser Bild ist ein bisschen einen, den wir schon gemacht haben, aber es war uns einfach ein bisschen zu wenig Action oder so, also die Gegner wurden zu wenig schnell gekillt. Ihr seht es, jetzt werden die Gegner viel schneller gekillt. Man muss einfach ein bisschen das Dornschild noch casten, damit wir überhaupt schon gut Maelstrom-Stack bekommen. Das ist eben das Problem an diesem Bild gewesen. Ich habe zu wenig Maelstrom-Stacks bekommen. Dadurch auch keinen Schaden gerissen. Und jo, das geht jetzt schon viel besser. Wir können heute in diesem Part ein bisschen zurückblicken auf das Last Epoch-Ding-Jahr. Und jo, über meinen Kanal vielleicht noch ein bisschen reden. Machen wir das kurz zuerst einmal. Es war mein erfolgreichstes Jahr auf dem Kanal. Durch Last Epoch, durch die Livestreams und so, anfangs noch auf Twitch oder zuerst auf YouTube und dann Twitch, war ziemlich toll. Also es kamen sehr viele Leute und ja, haben sich ein bisschen interessiert. Ich hoffe genug. Und ja, die Aufrufezahlen gingen erst Ende des Jahres wieder nach oben. Ich weiß nicht, es kommen einfach weniger. Es machen einfach weniger Let's Plays so langsam. Und auf meinem Kanal ist dadurch ein bisschen mehr los. Jo. Aber so diese, wie sagt man dem, diese Nachfrage ist doch noch groß genug, um jetzt zu sagen, ja, okay, solche Projekte lohnen sich auch. Und andere sehen das wahrscheinlich nicht so gut. Machen es einfach nicht aus irgendwelchen ja, geizigen Gründen, oder? Die wollen ja immer Geld verdienen und können es scheinbar nicht dann. Das tut mir schon ein bisschen gut. Also besser, als wenn ich wirklich kaum Aufrufe habe, weil alle irgendwo anders schauen als bei mir. Oder weil ich ja keine Werbung mache. Ich mache keine Werbung, ich mache keinen Clickbait. Oder nur wenig Clickbait. Vor allem kann man das gar nicht so gut sehen, oder? Ich sollte nicht Clickbait machen, weil ich es auch nicht will, oder? Ich mache es einfach nicht. Und dann einfach auch... ich habe die falsche Taste. Okay. Ich habe die T-Taste geklickt. So, ja, dass es halt einfach für mich auch manchmal schleppen gehen kann oder gar nicht vorwärts kann. Kann. Es ist einfach, es liegt an YouTube. Es ist wirklich, da muss man sowas von unfair und geizig sein, damit man vorwärts kommt. Versteht ihr mich hoffentlich gut. Also, außerdem eben die Krankheit, die ist überhaupt nicht gemacht für so Livestream, Let's Plays und so. Es erschöpft sehr schnell und trotzdem muss ich es machen. Es ist wie, es ist wie so ein Heilmittel auch. Es stärkt mich, oder? Es macht mich froh. Und deshalb muss ich einfach ein bisschen mehr arbeiten, aber es geht gut. Und, jo, jetzt muss ich einfach noch ein bisschen flüssiger wieder reden können. Dann geht es mir auch, also, dann geht es auch wieder gut. Naja, ist jetzt ja gerade auch ein schweres Thema, oder? Last Epoch hat ja dieses Jahr auch sehr viel erreicht, sehr viele Leute bekommen durch die verschiedenen Sprachen, die sie jetzt
auch endlich angestellt haben. Und Jos ist eigentlich mit 3 Patches ein bisschen wenig gekommen, aber dafür ja, viel. Also es ist schon eigentlich sehr viel für ein Spiel. Und trotzdem hat es halt auch immer wieder Phasen gegeben, wo einfach kein Update rausgekommen ist. Es wollte einfach nicht Neues kommen, mehrere Monate. Und jetzt müssen wir immer noch 2 Monate warten und es geht mir schon ein bisschen in die, ja, soll ich jetzt noch weiter livestreamen oder Let's Playen? Also Livestream mag ich jetzt momentan nicht so Last Epoch. Das muss, jo, einfach sich auch lohnen oder ich will einen Charakter irgendwie grinden können und so. Und trotzdem ist Last Epoch leider auch manchmal so, dass man einfach nicht vorwärts kommt, nicht grinden will, etwas ausprobieren möchte eher, ein Bild einfach nicht gefällt vom Spielstil. Da muss noch ein bisschen gemacht werden, dass manche Builds da wirklich auch gut zum Spielen sind. Jetzt habe ich hier zum Beispiel ein sehr kompliziertes Bild, aber ein viel einfacheres Bild, weil ich nicht aufs Leben schauen muss. Ich bin so tanky geworden, dass ich eigentlich, jo, eigentlich nur die ganze Zeit spammen muss. Ich muss schauen, dass ich da genügend Boot habe. Mehr muss ich eigentlich nicht viel machen. Und jo, das Dornenschild, das löst ab und zu mit einer leider geringen Wahrscheinlichkeit den Maelstrom aus. Und dadurch mache ich eigentlich den Schaden. Maelstrom macht eigentlich den heftigsten Schaden, denke ich mal. Weil er schneller prockt. Und Dornenschild einfach ab und zu so eben diese Dornen ausfährt und ja, die machen. Also es ist ja wahrscheinlich 1 oder 2 Sekunden Verzögerung. Die machen dann einen hohen Schaden. Und Maelstrom macht eben so tick, 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 tick. Wahrscheinlich, ja. Viertelminute oder so. Ein Viertelsekunde, meine ich. Wäre ein bisschen zu lange. Jo, genau. Dann gibt es noch automatischen Proc vom etwas Blessing. Das ist, glaube ich, ein Stimme. Terras. Mal kurz schauen, wenn der weg ist. Und die weg sind. Und ich muss manchmal Ranken beschwören, damit ich überhaupt Wut generiere. Ja, baut sich das ab. Wie heißt das? Etwas Segen, okay. So, da sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Wir brauchen noch diesen Wutschrei da, dieser. Wo ist er? Kriegsschrei, genau. Und sonst haben wir eigentlich alles dann. Natürlich die guten Frostbite-Shakels. Handschuhe noch tragen auf Level 74. Jo. Die sind leider ein bisschen zäh. Resistenten wahrscheinlich Dornschild gut. Guten physischen Defensiven. Ja, Armor hat ja irgendwie eine doppelte oder vierfache Wirkung gegen physischen Schaden. Das ist ein bisschen doof. Aber wir machen ja Cold Damage, deshalb geht es schon nach einiger Zeit bei den. Ja, gar keine gelben Items. Wir gehen. Ja, und Rüstungsbrecher sollte eigentlich uns nicht so viel angehen. Nicht zu viel Schaden machen. Ja, ich freute mich riesig auf den Multiplayer-Patch. Da war ich aber nicht gerade so überzeugt von, ja, ich brauche es und ich möchte es machen. Jetzt momentan mache ich es fast schon ein bisschen mehr, als ich eigentlich will. Manchmal Leuten helfen und manchmal einfach Freunden ein bisschen unterstützen. Mache ich sehr gerne. Aber von mir aus mache ich es eigentlich nie. Also ich möchte jetzt nicht irgendwas überspringen von, also, ja. Ich möchte den Charakter ganz hochleveln über die Kampagne. In den Monolithen.
habe ich nicht so das Bedürfnis. Multiplayer ist in diesem Spiel eigentlich nicht nötig gewesen, aber es bringt halt Erfolg. Und viele machen es vielleicht. Oder auch wenig. Ich weiß es nicht so genau. Es wurden, glaube ich, noch nie so Zahlen geschickt, wie viele wirklich mit anderen zusammenspielen, wie viele nicht. Jetzt gibt es dann, glaube ich, am 8.1. dann mal das erste Reveal. Also ein größeres Info für den 1.0-Patch, also die Vollversion. Und da freue ich mich natürlich riesig, weil eventuell kommen Dungeons oder so. Werden Dungeons gezeigt oder einfach das Endgame ein bisschen weiter gezeigt. Vielleicht auch die zwei neuen Kampagnen-Akte. Sehr interessant. Am, glaube ich, 27. Mai kam dann das zweite große Update raus. Und da muss ich gerade ein bisschen überlegen, was alles kam. Glaube ich, schönere Grafik in manchen Gebiet. Kam da nicht der erste Akt? War das nicht dann? Oder war das am 7. September dann? Nee, ich glaube nicht. Der ist schon ein bisschen älter. Der kam, glaube ich, Ende Mai, also am 27. Mai. Und hatte mehrere Builds dann plötzlich. Also Guides wurden erstellt, die mir ein bisschen lagen. Aber ich hatte mit diesem Patch dann ja immer wieder ein bisschen Abstürze. Und das habe ich durch NVIDIA-Einstellung CUDA und GPUs dann abstellen können, also dass ich keine Crashes mehr hatte. Genau. Und das ist standardmäßig aktiviert, also ich muss es immer wieder deaktivieren, ganz mühsam. Ist nicht gerade so die interessanteste Arbeit. So, also man merkt nichts von diesem Rüstungsbrecher. Hä? Das ist ja irgendwie trotzdem noch leicht. Aber ja, zeige ja jetzt den ersten Part, wo der Bild noch wenig Probleme hat. Später werden die Gegner natürlich immer noch viel, viel stärker. Und trotzdem werden wir wahrscheinlich nicht so viele Probleme haben mit 529 Cold Resistance. Ich habe momentan kurz mit dem Totem. Ja, 86 Blitz. 156 Kälte. Okay. Ja. Interessant. So, bin ja bald dann auch am Umziehen und es sind meine trockene Luftprobleme dann wieder weg. Jetzt habe ich es gerade ein bisschen, sonst habe ich sehr wenig noch. Habe mich langsam ein bisschen an die Heizung gewöhnt. Ich brauche nicht so viel Heizung, ich schwitze meistens. Ich habe wahrscheinlich eine gute Wärme im Körper, die mich ein bisschen unterstützt. So, machen wir mal den hier. Der läuft einfach und blitzt ein bisschen herum. Leute, ich kann weiter. Er tut umdrehen? Aber das wusste ich gar nicht. Okay. Komm mal, der ganze Ding voller. Oh, hat aufgehört irgendwie. Den Gegner festgehängt. Ist. Dann einfach immer wieder die Taste gedrückt lassen. Oder? Ist doch viel interessanter. Ne, es geht mir ein bisschen zu lange. Arenas sind vielleicht mit diesem Bild ziemlich cool. Wie es aussieht. Wenn Gegner kommen. Schön. Oh, wow. Da geht es ja meinem Hals doch wieder besser. ja, Freude und Spannung. Interesse, also dass das Spiel natürlich Spaß macht. Das heilt, das tut lösen. Oh, ich habe jetzt auf den anderen Feldern. Nee, nicht dein Ernst. Muss ich wieder Werber sagen. Ja, eine Arena kann ein bisschen stressig sein. Ein Bild. Da man einfach natürlich immer wieder
Wut verliert, wenn man halt Etheras Blessing castet und Maelstrom wahrscheinlich auch, das kostet ja auch Mana. Jo. Ach, übrigens ist die Community hier wirklich mega nett. Sie haben gestern recht viel Fragen beantwortet. Ich habe zum Beispiel diese Singularity erklärt, diese Idole, die man einfach, ja, also Götzen, die man hier reintun kann und dann einfach so bis zu 20 Trefferschaden bekommt. Ja. Auch den Schaden, den wir machen. Sollte für den Anfang eigentlich ziemlich gut sein, aber sie wirken nicht so, dass sie mehr werden, wenn man mehr Götzen drin hat. Die gleichen. Okay, noch ein bisschen Werbung. Die machen ständig Werbung. Ich glaube, die sind so langsam am Aussterben, also dass sie gar keine Leute mehr bekommen. Deshalb machen sie so viel Werbung. So all, weiß nicht, 25 Minuten ungefähr kommt dann dieser Bot wahrscheinlich. Aber ein Clan, der kann einfach nicht überleben in Last Epoch, weil viele halt einfach nicht zusammen immer spielen wollen. Das Game ist nicht so gemacht, um immer zusammen zu spielen. Es gibt ja keine Ligen, wo man Unterstützung braucht auch. Und es ist einfach noch nicht gut genug gemacht, dass man halt einfach manchmal einfach kein Proc hat, dass diejenigen, die einladen, dann weiterkommen, aber sich selber, glaube ich, nicht gut, also nicht gut weiterkommt in den Monolithen. Oder die Belohnungen von den Dungeons auch nicht bekommt oder so. Genau weiß ich es nicht, ich habe es eigentlich fast noch nie gemacht, aber bin halt auch eher der Einzelspieler, weil ich will ja weiterkommen und nicht irgendwie mich weiterlassen. Also meistens wird halt wirklich dann, wenn man zu zweit oder zu dritt spielt oder noch mehr, einfach vieles verpassen. Diese tollen Momente, oh, ich habe einen Item gefunden, wird einfach beschleunigt und durch den Handel sowieso fast aufgehoben. Ich mache beides einfach nicht so gerne. Ich habe dann nicht mehr so Motivation überhaupt, weiterzuspielen, oder? Das ist klar. So ein Rollenspiel oder so bin ich sehr gerne sozial, aber in einem Hack and Slay ist es was ganz anderes, oder? Da möchte man meistens gar nicht so schnell vorwärts kommen oder gar nicht so viel hast. Man will das Spiel einfach genießen, oder? Und wenn einer hastet, dann hasten irgendwie alle, weil sie natürlich immer nachlaufen müssen. Endlich! Ah, freue ich mich riesig. Jetzt muss ich aber ein bisschen nachschlagen. Also hier muss ich auf jeden Fall hin. Ah ja, da unten. Warte kurz, neu verteilen. Ich muss ja Maelstrom Stacks zuerst haben. Also zuerst einmal hier die 3 Punkte setzen. 4 Punkte setzen, okay. Dann hier 5 Punkte. Okay, geht nicht mehr. Also wieder 5 Punkte dort rein. Damit wir Cold Damage machen. Und hier geht, glaube ich, alles auf Blitz. Aber nur 1 und 5, glaube ich. Also muss mal kurz schauen, das ist wichtig. Dass wir da nichts falsch machen. Schamane. Ah, es ist Cold eben, es ist Cold. Ich dachte schon, es wäre Blitz. Also 2, 5, 5. Gut. Und dann 5, 5, 4 beim Beastmaster. Easy. Ja, das ist ein bisschen komplizierter als andere Builds. Weil ihr eigentlich fast nur auf Defensive geht, also auf Resistenzen vor allem. Und halt auf Cold Damage. Da gibt es manche Punkte, wo ich nicht so verstehe, wie sowas genutzt werden. Wenn sie auf Melee gehen. Wahrscheinlich den Bären einfach. Ja. Also ich kann jetzt mal wechseln, dann wird automatisch der Bär dann
diesen Wutschrei einsetzen. Das war gerade der Wutschrei. Okay. Hat einen anderen Skin bekommen, einen Eiskin. Ionmaelstrom im Stack habe ich natürlich auch noch. So. Die machen jetzt sehr viel Damage. Okay, jetzt haben wir den Bild ein bisschen beschleunigt. Sehr schön. Wunderbar, also ich freue mich, jetzt mal weiterkommen zu können. Also der Tod im Bild war ja insane. Aber es war mir dann fast ein bisschen zu langweilig, nicht ganz so viel Schaden zu machen. Ich denke, der Bild wird dann schon den Schaden machen und genug zäh sein auch. Das ist das Problem, oder irgendwann wirst du die Gegner gar nicht mehr stärker machen. Und die Gegner sowas von übertrieben viel Leben oder Schaden machen können oder sonst irgendwie unfair sein können. Ist natürlich, jo, dann einfach ein bisschen langweilig, bis man dann wieder weiterkommt. Also ich mache gerne dann einfach kurz einen neuen Bild und sammle mit dem neuen Bild dann die wichtigen Items, die man sonst noch dringend bräuchte für jo, manche Builds. Zum Beispiel jetzt eben der letzte Bild, den ich gemacht habe mit diesen Flammenspuren vom Speer. Und Ding hin, ja, wie heißt es schon wieder? Richterurteil, genau. Oder Richturteil. War mir leider, also wegen dem fehlenden Speer einfach nicht motivierend genug Alter zu machen. Jetzt sammle ich mit diesem Bild mal den Speer. Und sammle auch noch ein paar andere Items für andere Builds. Und danach kann ich den wieder weitermachen. Also macht sicher viel Spaß. Nur eben braucht man die richtigen Items. Das ist so schlimm. Wow, wie viele Türme? Ja. Hi, diese Leuchttürme. Ja, hallo. Kommt hier jemand Besuch? Ich mag Karin. Da kommt immer so viel Besuch. Ich kann irgendwas noch skillen mit Knockback. Aber bringt das viel, weil also der Bild sagt, ja, nimm lieber noch Knockback. Ich glaube auf Terras Segen. Und ich so, ja, ich möchte aber die Gegner ein bisschen ja, Schaden bekommen lassen. Aber wahrscheinlich ist der Knockback einfach nicht weit. Dass diese Dornen natürlich immer noch Schaden machen. Also es bringt schon etwas. Also müssen wir einfach dann noch machen. Wenn ich ein bisschen Ruhe haben. Also wenn ich die Skill-Sache habe, die Skill-Punkte. Ja, ihnen bekommen ein bisschen wenig Schaden. Haben die auch gute Physical Resi? Wahrscheinlich schon. Ja, ja, die dicke Chitin-Schicht oder wie die heißt. Also Chitin ist eigentlich das, was bei den Käfern auf dem Rücken ist. Wahrscheinlich auch an den Beinen und so. Und bei den Spinnen können es einfach irgendwelche Fasern sein, eher. Oder auch Haut, so richtige Menschenhaut. Nein, natürlich nicht. Aber viele Härchen wahrscheinlich noch. Ich mag Spinnen. Hat jemand von euch eine Spinnenfobie? Tut mir leid. Also ich habe nichts gegen Spinnen. Ich finde sie faszinierend. Ich schaue mir gerne manchmal die Spinnen schön von Namen an. So, haben wir fertig dort mit 5 von 5. Jetzt muss ich aber nochmals kurz schauen, sonst weiß ich dann mitten im Kampf nicht, wie ich weiterskinnen soll. Okay, der ist gut, Gürtel ist gut für einen, manche Builds. Für den nicht, also. Ja, es geht schon eigentlich auf Rage. Also.
Far Cry. Da habe ich alles. Ah, genau, dieses Rated 3 von 5. Cleans Elements, Elements und dann hoch. 2 Punkte. Und noch einen zweiten Punkt in Deep Roar für die Allee. Okay. So, habe ich noch was drüber gewechselt. Ja, was kann man machen, dass man nicht so Probleme hat mit dem Hals, mit dem trockenen Hals? Eigentlich gar nichts. Man muss halt ausziehen. Oh, den könnte ich eigentlich noch gebrauchen. Ja, den kann ich noch gebrauchen. So, wir haben noch nicht Stärke-Items wahrscheinlich. Ja, jetzt haben wir Steifhieb. Okay. Jo, dann machen wir im nächsten Part dann das Idol-Echo und dann den Leuchtturm. Leuchtfeuer. Okay, eine ist unten und eine ist oben. Okay. Also dieses Gebiet ist schon ein bisschen zu groß, zu weitflächig. Da muss man halt ein bisschen Geduld haben. Ja, reden wir noch kurz über den September-Patch. Der hat ja ein bisschen Probleme gebracht mit den langen Ladezeiten, mit den Bugs. Ich bin mehrmals zum Beispiel in ein Idol, also in ein Echo reingekommen, genau. Und war einfach irgendwo in der Wand oder auf Gegenständen und konnte mich nicht mehr bewegen, musste das Spiel neu starten. Das ist mittlerweile wahrscheinlich behoben. Also ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Aber es wurde nirgendwo geschrieben. Manche Anpassungen an Levels oder so, die werden einfach nicht beschrieben in den Patch Notes und Fixes. Notes. Zum Beispiel jetzt der aktuellste Patch 0.9.2.2m. Der wurde gar nicht in die Patch Notes geschrieben. Also, ja. Keine Information, was passiert ist. Und jo, man merkt schon, dass die Entwickler sehr am Arbeiten sind und am Urlaub machen. Also, das ist ja auch nicht, was sie jetzt gerade machen. Sie kümmern sich gar nicht so um die Community. Es ist einfach jetzt noch 2 Monate Wartezeit fast. Einfach nicht viel los. Und ja, die verschiedenen Informationen, die dann pro Woche einmal kommen oder so, die reißen sich das Ruder natürlich auch nicht gerade in die richtige Richtung. Also man wird gar nicht so gehypt, habe ich das Gefühl. Weil man dann einfach auch nochmals länger warten muss, weil man einfach, ja, ungeduldiger wird. Und ich möchte jetzt eigentlich auch nicht ganz so schnell, jo, einfach alles sehen und wissen. Sondern ich will es am besten spielen. Ne? So, Della. Also Freddy. 3 Stück. Und Cleans Elements, das haben wir aber ein anderes. Leidens heißt es auf Deutsch. Elements oder Elements. So. Okay, das war toll. Jetzt mache ich kurz eine Pause, damit ich nicht so trockne Hals habe. Und ich wünsche euch eben ein schönes neues Jahr dann. Ja, geht eben noch 3 Tage, aber ich schaue natürlich nicht jede gerade das Video. Gut, dann Dankeschön und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.